Es ist ja bald Weihnachten und der eine oder andere überlegt sich vielleicht für jemanden eine neue Gaming-Konsole, PC, wie auch immer zu kaufen. Und ich dachte, wir reden mal kurz drüber, was meine Meinung mittlerweile zu diesem ganzen PC Master Race und diesem ganzen Konsolenthema eigentlich ist. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab, wo wir kurz vor Weihnachten über ein Thema sprechen, was den einen oder anderen vielleicht interessiert und was ich auch mehrere Gespräche so in den letzten Wochen einfach immer hatte und sich da auch so ein Stück weit meine persönliche Wahrnehmung und auch meine Empfehlungen ein bisschen geändert haben. Und es geht ja um dieses wunderbare Thema PC Master Race und der PC ist ja immer besser als alles andere. Und das stimmt bis zu einem gewissen Teil sogar. Ich bin ein Riesenfan vom PC. Ich habe da hinten, ich baue alles selber zusammen, bin ein Riesenfan von. Aber man muss es vielleicht mal auch aus einer anderen Brille und einer anderen Sichtweise betrachten, das Thema. Und da so ein bisschen, da habe ich die letzten Wochen immer so ein paar Gespräche mit, hey, ich habe Kinder oder ich habe einen Kumpel und die wollen zocken und was würdest du denn empfehlen? Und die Schwierigkeit dabei ist, dass ich sonst immer gesagt habe, hey, nehmt euch einen PC, damit seid ihr viel flexibler, ihr könnt viel mehr machen, ihr könnt ihn auch für andere Dinge verwenden, also nicht nur für Zocken, sondern auch für Büroarbeiten, Hausaufgaben und sonstige Sachen. Und ich mittlerweile da aber auch so ein bisschen einen kleinen Shift einfach dann mache. Und der Grund dafür ist folgendes. PC Master Race ist ja praktisch dieser Punkt, der PC ist superior, der kann alles, hat bessere Performance, bessere Leistung, ist deutlich besser und ja, das stimmt in einer Vielzahl von Spielen. Die grafische Qualität ist deutlich besser, ihr habt bessere Raytracing-Effekte, wenn ihr darauf dann Wert legt. Ihr habt aber auch noch viele, viele andere Punkte, die gegebenenfalls mit reinspielen. Das heißt, ihr braucht keine Subscriptions, um online mit Freunden irgendwas zu zocken, weil ihr das dann direkt zum Beispiel so machen könnt. Also als Beispiel, wenn ihr Elden Ring spielt am PC, ihr habt den Online-Modus einfach mit drin. Wenn ihr Elden Ring auf der PlayStation spielt, dann braucht ihr das PlayStation-Subscription-Thema, damit ihr Online-Dienste nutzen könnt, damit ihr zum Beispiel Elden Ring, die auch die ganzen simpelsten Hinweise einfach habt. Und das Problem ist jetzt aber einfach, was man da fairerweise aber sagen muss, ist, dass, und ich habe das hier mal offen, wir haben zwei Konsolen aktuell, die ja sich ja immer konkurrieren. Das ist PlayStation und das ist die Xbox. Das heißt, ich würde aus meiner Sicht persönlich, weil fallen für mich eigentlich nur zwei Sachen in den Kopf, die interessant sind, das ist die Xbox Series X und das ist die PlayStation 5 Digital Edition, beziehungsweise dann die Nicht-Digital Edition bzw. die Slim Edition mittlerweile. Und da reden wir davon, dass wir preislich dann einen ganz schönen Unterschied haben. Denn die PlayStation 5 Slim Edition mit Laufwerk kostet aktuell 550 Euro. Und da gibt es auch dann die also die Nicht-Digital Edition, also mit extra CD-Laufwerk. Wenn ihr die Nicht-Digital Edition nehmt, sondern die normale praktisch, dann ist es so, dass ihr praktisch 540 Euro bezahlen könnt für die Digital. Ihr spart euch so 100 Euro, wobei die aktuell, glaube ich, nicht die Slim ist, wenn ich das jetzt hier richtig sehe auf diesem Preisblatt. Es ist leider echt bescheuert. Doch, es ist die Slim Digital Edition, kostet 449 Euro und mit CD-Laufwerk kostet sie 549 Euro. Das heißt, 100 Euro Differenz zwischen diesen beiden Geräten selber. Wenn man jetzt das Ganze mit der Xbox Series X vergleicht, dann sind wir auch bei 499 Euro. Und da ist jetzt die Frage, also wir reden hier von, sagen wir mal, einer Preisspanne 450 bis 550 Euro für eine Konsole, egal ob es PlayStation ist oder Xbox Series X. Und warum ich die X empfehlen würde, einfach weil sie eine bessere Performance hat gegenüber zur S. Also die S macht aus meiner Meinung nach keinen Sinn, weil ich würde dann, wenn ich schon eine Konsole kaufe, mir was kaufen, wo ich auch die maximale Performance raushole. Man sieht es ja auch wieder mit Spielen, dass die Xbox Series S da deutlich mehr Probleme einfach hat, beziehungsweise auch die Leistung nicht so gut ist etc. Also ich würde auf jeden Fall, wenn dann die X nehmen und bei der PlayStation 5 die Digital Edition oder die Non-Digital Edition, sind 100 Euro Differenz, wobei man fairerweise sagen muss, bei der Slim Edition könnt ihr auch die Digital Edition kaufen, also die digitale Edition ohne CD-Laufwerk für 450 Euro und dann für 120 Euro später auch nochmal das Laufwerk
dazu, wenn ihr euch umentscheiden solltet. Also da müsst ihr euch einfach überlegen, seid ihr jemand, der mehr Spiele kauft, sich Spiele ausleiht oder kauft ihr alles online über den Microsoft Store oder dann den PlayStation Store? Das ist so die Frage dahinter. Und jetzt muss man aber generell mal sagen, von diesen Kosten her, gehen wir mal vom Extrem aus, ihr kauft euch die PlayStation 5, die nicht digitale Edition mit CD-Laufwerk und zahlt dafür 550 Euro. Bei einem PC ist das, ein Großteil davon geht schon mal von der Grafikkarte weg. Das heißt, ihr habt nur für die Grafikkarte, zahlt ihr, sagen wir mal, 300 Euro und dann kommt noch alles andere drumherum, was ihr braucht. Maus, Tastatur, Monitor, CPU, Mainboard und so weiter. Und für dieses Preissegment einen PC zusammenzustellen, ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Und klar kann man auf ältere Hardware gehen, das kann man da gute Deals machen und so weiter und so fort. Das Problem damit aber, es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, auf ältere Komponenten dann zu gehen und damit jetzt ein neues System bereitzustellen, wenn man in irgendeinem Budgetrahmen dann ist. Das macht keinen Sinn. Also da empfehle ich dann eher, dass man sagt, man kauft sich einfach eine Konsole. Das hat nämlich auch folgenden Hintergrund. Und das hatte ich nämlich letztens erst mit jemandem wieder das Thema. Die nutzen komplett den Apple-Kosmos für alles. MacBook, Tablets, iPhone und so weiter. Und haben auch einen Windows-PC zum Zocken. Das Problem aber ist, alles, was die generell an täglichen Doings machen, macht er mit seinem MacBook oder seinem iPad. Das heißt, der Windows-Rechner wird rein für Gaming verwendet, was bedeutet, der kann auch durchaus mal ein paar Wochen oder Monate aus sein. Das heißt, ihr müsst euch dann innerhalb dieser Zeit, ne, ihr macht den PC an, ihr wollt was zocken, dann müsst ihr Windows-Updates installieren, ihr müsst Grafikkartentreiber aktualisieren, dann kommen sonst noch irgendwelche Treiber-Updates. Und bis ihr dann mal dabei seid, um zocken zu können, ist unfassbar viel Zeit weg. Und es ist völlig egal jetzt, ob ihr jetzt ein Mac verwendet zum Zocken, ein Linux-System oder ein Windows-System zum Zocken, ist völlig egal, weil wenn ihr das nur für reines Gaming verwendet, ist dieses PC Master Race Argument, mal abgesehen von der preislichen Argumentation, vollkommen obsolet. Weil wenn ihr primär ein anderes System verwendet, um eure Büroarbeiten zu machen oder Hausaufgaben oder sonstige Sachen, dann ist das komplett sinnlos. Dann habt ihr da nur einen Mehrwert, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt unglaublich High-End gehen. Also High-End in Anführungsstrichen, weil Low-Budget gibt es irgendwie nicht mehr beim PC. So mittleres Budget, ja, da kriegt man schon was Ordentliches. Und beim High-End, da zahlt ihr euch dumm und dämlich, weil da kosten die Grafikkarten dann schon 7, 8, 900 oder 1000 Euro. Und da kriegt ihr dann praktisch zwei Konsolen dafür. Da könnt ihr euch eine Xbox und eine PlayStation kaufen dafür. Habt beide Welten da und könnt komplett alle Spiele zocken. Weil hier ist der nächste Punkt. Spiele sind mittlerweile so, die werden primär für die Konsolen entwickelt, werden dann auf dem PC geportet. Die Ports sind meistens unfassbar schlecht, haben massive Performance-Probleme und sind einfach null optimiert dahingehend, während man auf der Konsole, man startet das Spiel, es funktioniert in der Regel. Klar muss man auch Updates installieren für die Spiele, aber ihr müsst euch dann nicht die neuesten AMD oder Nvidia Grafikkartentreiber runterladen. Ihr müsst nicht warten, bis sich die Spieleentwickler dann mal dazu entschließen, ja okay, wir patchen das Spiel jetzt, weil wir es einfach rausgehauen haben und es praktisch nicht spielbar ist, weil praktisch die Performance mega grottig ist. Selbst wenn man einen Ultra-High-End-PC hat, hatte ich auch ein paar Spiele, sei es jetzt Hogwarts Legacy oder sei es Starfield, wo einfach die Performance so eine Katastrophe ist, selbst mit einer 4090 von Nvidia, dass es einfach keinen Spaß macht, dann direkt Day One zu zocken, sondern man wartet einfach. Und Thema Warten ist auch noch ein Punkt. Spiele kommen mittlerweile teilweise auch, wie es man bei GTA 6 sieht. Es gibt eine Xbox und eine PlayStation-Version, die kommt 2025. Die PC-Version, who knows, wann die kommt. Könnte dann ein halbes Jahr oder Jahr später sein, als 2026, bis die PC-Version da ist. Und das ist ein Trend, der sich immer mehr eigentlich fortsetzt, dass die Konsolen werden bevorzugt,
Die Konsolen kriegen meistens zumindest den Release und die PC-Ports kommen, wenn überhaupt, erst viel, viel später. Oder wenn sie kommen, sind sie teilweise auch wirklich grottenschlecht. Und von daher bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, wenn ihr nur was zum Zocken braucht und nur zocken wollt, holt euch eine Konsole sinnvollerweise. Außer ihr macht sowas wie Flugsimulation, Racing Sim etc., dann habt ihr einen Use Case, da könnt ihr mit dem PC viel, viel mehr machen oder wenn ihr Virtual Reality spielt. Ich habe das PlayStation VR noch nicht probiert, das soll sehr, sehr gut sein, aber Virtual Reality am PC ist auch sehr, sehr gut, ist natürlich aber auch wieder ein extra Kostenfaktor, wenn man da was Ordentliches haben will. Und bei PlayStation gibt es da eben auch schöne Sachen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, ich habe es aber auf meiner Liste, weil ich das selber mal ausprobieren will. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sagen muss, wenn ihr absolut stressfrei einfach zocken wollt, aus meiner Sicht ist eine Xbox oder eine PlayStation da super, ist ein super Weihnachtsgeschenk, ihr könnt die Spiele online kaufen, ihr könnt die Spiele mit Freunden einfach tauschen, weil es die ja trotzdem noch auf der CD dann gibt und habt die Möglichkeit damit, relativ entspannt zu zocken. Nachteil ist, alles, was Online-Dienste eben sind, müsst ihr extra dann abschließen, ein Jahresabo oder ein Monatsabo, dass ihr praktisch da die Online-Dienste nutzen könnt. Was sind so Souls-like-Spielen schwierig, ist aber vielleicht auch generell zu Multiplayer-Spielen, wo einfach, naja, ist halt doof, wenn man das dann nicht hat und diesen Online-Modus dann braucht. Auf der anderen Seite, wenn ihr einen PC zusammenstellt und wenn man da so ein bisschen mal guckt, für das Geld, wo ihr einen Gaming-PC dann habt, der so einigermaßen auch eine gute Performance hat, der vielleicht auch zukunftsfähiger ist, könnt ihr euch eine Xbox und eine PlayStation holen und habt dann den Vorteil, dass ihr Spiele aus beiden Welten zocken könnt. Weil zum Beispiel, wenn ihr Halo seid oder ein Halo-Fan seid, ist natürlich die Entscheidung eher Richtung Xbox, weil das gibt es für die PlayStation nicht. Wenn ihr aber gerne mehr so Spider-Man oder sowas zockt oder God of War, dann ist natürlich die PlayStation super, weil das die Spiele exklusiv für die PlayStation sind. Und da ist die nächste Entscheidung, die man treffen muss, wieder, wo gehe ich denn hin? Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts? Das hängt von der Art der Spiele ab, die ihr zockt. Das heißt, unterhaltet euch dann mit den Leuten, wenn ihr Geschenke machen wollt, mit, was sind denn so die bevorzugten Genres, Spiele und schaut, für welche Konsole gibt es die dann am besten, weil teilweise gibt es auch die für den PC nicht. Das heißt, teilweise gibt es die Spiele nur exklusiv für Xbox oder PlayStation und kommen gar nicht auf den PC. Bei Xbox eher seltener normalerweise, weil da habt ihr noch den Vorteil, dass ihr bei Xbox den Game Pass dann habt, was ein super, super mega guter Deal ist eigentlich, dass ihr für, ich glaube 15 Euro sind das im Monat, habt ihr einen Katalog von einer riesigen Anzahl an Spielen und wenn ihr da nur jeden Monat ein AAA-Spiel anfangt oder ein Spiel anfangt, was normalerweise 30, 40 Euro kostet, dann lohnt sich das schon, wenn ihr nur 15 Euro im Monat dann ausgibt dafür. PlayStation hat jetzt auch dann künftig sowas, beziehungsweise haben sie gerade eingeführt, dass man praktisch da auch mehr Spiele hat über so ein Abo-Modell einfach, was auch mega gut ist und natürlich auch einen Mehrwert dann liefert. Den Xbox Game Pass könnt ihr auch auf dem PC verwenden, klar, aber auch hier wieder, wie gesagt, bis ihr da einen Punkt habt, aus meiner Sicht mittlerweile, mit den jetzigen Preisen für die ganze Hardware, wo man da steht, was so ein PC einfach an Aufwand kostet und Einrichtung etc. und damit Update drumherum, macht es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Wenn man, wie gesagt, Streaming macht, wenn man das Ganze auch gleich als Arbeits-PC verwendet, für Hausaufgaben verwendet, für seine generellen Sachen, dass man im Internet surfen, sonstige Themen, wenn man da diesen Punkt hat, dann macht das durchaus Sinn, dann kann man da auch mehr Geld aus meiner Sicht dafür ausgeben. Aber alles andere ist dann Quatsch. Also wenn ihr nur was zum Zocken braucht, kauft euch am besten eine Konsole, weil da habt ihr deutlich ein stressfreieres Leben dann damit. Es ist einfacher zu warten. Klar, ihr kriegt auch da Updates dann damit und auch von Spielen etc. Aber ihr müsst euch da nicht irgendwie noch mit Grafikkartentreibern rumschlagen, mit Chipset-Treibern und irgendwas troubleshooten, weil dann da irgendwas nicht geht und startet da das Spiel wieder nicht und habt ihr da wieder irgendwelche Probleme. Und dann, keine Ahnung, geht da wieder irgendwas kaputt. Es ist also völlig egal, ob das macOS, Windows oder Linux ist, weil jedes Betriebssystem hat seine eigenen Krankheiten irgendwann. Und das ist einfach so, das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Außer ihr wollt wirklich zum Beispiel nur mit Maus und Tastatur spielen. Dann ist es natürlich klar, dann bleibt nicht viel anderes. Aber wenn ihr mit Controllern kein Problem habt und damit klarkommt,
dann ist das auch kein Thema. Man kann alles lernen tatsächlich. Es gibt Leute, die spielen auch Shooter mit Controllern. Ich kann es persönlich nicht. Ich habe mich aber auch nie damit beschäftigt und bin da auch überhaupt nicht gut drin. Aber ist auch, sage ich mal, ein Punkt am Ende, das kann man dann auch alles lernen. Aber gerade die meisten Spiele spielt man normalerweise eh mit Controller. Sei es jetzt Racing-Spiele, sei es irgendwelche Adventure-Spiele, RPGs oder sonst was. Das spielt man eh meistens mit Controller. Von daher, weiß ich nicht. Ist so eine Geschmackssache einfach. Der letzte Punkt, dann, den wir noch haben, wenn wir mal von dem Thema Konsolen auch reden, ist das ganze Thema Handhelds. Und da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt von Asus gibt's eine Handheld-Konsole, von Steam natürlich gibt es ein Handheld, wo man dann schön über Steam direkt seine Spiele zocken kann auf einem System. Das heißt, man kann es immer portabel mitnehmen. Plus, wir haben den Klassiker, die Nintendo Switch, wobei ich mit der Switch jetzt ehrlicherweise warten würde. Ich würde jetzt keine neue Switch kaufen, egal ob das die OLED ist oder sonst irgendwas, weil nächstes Jahr angeblich die Switch 2 rauskommen soll. Also da würde ich eher warten, bevor ich jetzt eine Nintendo Switch mir hole für die Spiele. Da würde ich noch gucken und schauen, was sich nächstes Jahr ergibt. Die kommt entweder vielleicht zum Weihnachtsgeschäft, was ich nicht hoffe. Ich denke, die wird vielleicht früher kommen, hoffentlich. Aber ich glaube, aus meiner Sicht macht es jetzt keinen Sinn, eine neue Switch zu kaufen. Außer man kriegt sie relativ günstig für ein super Angebot, dass man sie dann einfach dann nächstes Jahr dann verkaufen kann, wenn dann die Switch 2 hoffentlich, wie gesagt, kommt. Ist aktuell so ein Gerücht, was rumgeht, aber das wäre eine Option. Und Handhelds machen aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn ihr wirklich unterwegs zocken wollt, wo ihr keinen Bock habt, das Handy rauszuziehen, sondern wirklich, wenn ihr wirklich gewisse Spiele haben wollt, die ihr unterwegs zockt. Dann ist ein Handheld interessant. Nintendo Switch hat den Vorteil, ihr habt die ganzen Nintendo-Spiele dann damit, weil die gibt es sonst nicht, außer ihr emuliert sie, was immer gar nicht so prickelnd teilweise sein kann, weil Nintendo da natürlich kein großer Fan davon ist. Aber das ist natürlich der einzige Punkt, wie ihr Nintendo-Spiele dann zumindest zu 100% legal zocken könnt, nämlich auf der Nintendo Switch. Und das wäre der einzige Punkt. Die könnt ihr aber auch dann irgendwo hinstellen, wie eine normale Konsole natürlich. Und dann da wie eine Xbox dann zocken. Und wie gesagt, wenn man sich das Ganze mal überlegt, so ein bisschen, wenn ihr komplett von Grund auf neu jetzt anfangt mit Gaming, da jemand eine Freude machen wollte, da noch gar nichts da ist, für die Kosten, die entstehen, dass man einen einigermaßen vernünftigen Gaming-PC da hat, kriegt man auch eine Konsole dafür und hat den ganzen Schmerz außenrum da nicht, die ganzen Thematiken. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen will und überhaupt nichts da hat, also keinen Monitor, kein Maus, keine Tastatur und keinen PC, dann reden wir tatsächlich ab einem gewissen Punkt von Kosten, wo man auch einfach sagen kann, da kann ich mir eine Switch holen, eine Xbox und eine PlayStation und schließe die alle an einen Fernseher an und dann habe ich meine Ruhe. Also überlegt euch das so ein bisschen, was wollt ihr genau machen? Habt ihr Bock nur auf Zocken? Braucht ihr es dafür, fürs nur Zocken eigentlich? Dann holt euch eine Xbox oder eine PlayStation und da ist die Entscheidung einfach, welche Spiele ihr bevorzugt. Guckt euch dann einfach an, was sind die Lieblingstitel, die ihr spielt, beziehungsweise die derjenige spielt, der das Geschenk kriegt, dass ihr dann euch da entsprechend so ein bisschen Info holt mit, okay, geht's eher Richtung Microsoft oder geht's eher Richtung Sony? Und dann könnt ihr einfach gucken, ob ihr vielleicht noch einen guten Deal geht, gerade vor Weihnachten. Ich habe gesehen, es gibt ein paar, bei MediaMarkt gab es ein paar Deals für 399 Euro oder eine PlayStation 5 zum Beispiel. Also schaut euch einfach an, ob ihr vielleicht gute Deals jetzt noch kriegt vor Weihnachten, dann sind die hoffentlich auch dann da und ihr könnt niemandem eine Freude machen und müsst nicht so absurd tief in irgendwelche Taschen dann greifen, weil es ist einfach tatsächlich mit der aktuellen Game-Qualität, gerade am PC, es macht irgendwann macht's keinen Spaß mehr und ich bin jemand, der da sehr enthusiastisch eigentlich ist, der alles selber zusammenbaut. Ich habe es diese Woche für eine Freundin mit ihr zusammen den Rechner zusammengebaut, weil sie das lernen wollte, weil sie damit auch aber viel Video- und Bildbearbeitung dann macht. Aber ist natürlich so, man muss zum einen Bock drauf haben, fertig PCs kann man sich natürlich auch kaufen, aber auch hier preislich ist es in der Regel, wenn man was Besseres haben will, immer teurer als eine Konsole. Und dann ist die Frage, ob sich's halt am Ende lohnt. Und ich bin da mittlerweile, wie gesagt, auf meinem Punkt. Es lohnt sich nicht mehr
holt euch eine Konsole, ihr habt kein Theater damit, die Spiele sind vielleicht ein bisschen teurer, aber ihr könnt es euch auch ausleihen, das Spiel durchzocken, dann auf eBay weiterverkaufen, wenn es dann nicht mehr zockt. Das heißt, ihr könnt da dann auch wieder ordentlich, sag ich mal, nicht Profit machen, aber eure Games dann günstiger haben. Wenn ihr euch dann sagt, ihr kauft euch ein 70 Euro Playstation-Spiel, ihr spielt es einmal, ihr spielt es durch, verkauft es dann für 30, 40 Euro vielleicht weiter, dann habt ihr damit auch einen super Deal. Aber dafür braucht ihr dann wieder auch die Varianten, wo ihr CD-Laufwerke oder DVD-Laufwerke besser dann drin habt. Und bei der Switch könnt ihr das Gleiche machen. Ihr kauft euch die Spiele als diese kleinen Discs, schiebt die rein und wenn ihr mit dem Spiel durch seid, verkauft ihr einfach das Spiel auf eBay und kauft euch dann das nächste. Das heißt, da kann man seine Kosten auch ein bisschen niedriger halten. Das war es jetzt mal mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen so ein bisschen Input gegeben, was meine Meinung dazu ist, beziehungsweise was ich kaufen würde, beziehungsweise was vielleicht so meine Entscheidungsgrundlagen mittlerweile einfach dann dahingehend sind, weil ja, es ist einfach ein so komischer Markt aktuell, dass es irgendwie, dass ich auch keine Ahnung mehr habe, wie man das noch irgendwie rechtfertigen sollte, das Doppelte für einen Gaming-PC zu bezahlen. Aber das war es jetzt trotzdem mit dem Video. Lieben wir fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben, da euch das Video gefallen hat. Natürlich auch gerne einen Daumen nach unten mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Das hilft mir auch immer sehr. Und jetzt wünsche ich auf jeden Fall eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag zum nächsten Video. Und bis jetzt erstmal danke fürs Zuschauen, einen schönen Restsonntag noch und bis dann, gehabt euch wohl. Tschüss!